Hallo und herzlich willkommen zu einem Giveaway-Gewinnspiel von g.com/yt. Mein Name ist Bayern King und hinter der Kamera Recolor und wir haben für euch ein kleines Gewinnspiel organisiert in Form eines kleinen Quizzes, die von Let's Playern organisiert worden ist. Ich habe 6 Let's Player interviewt und die haben für euch nämlich 6 Fragen gestellt. Diese Fragen müsst ihr unter einem Kommentar beantworten. Neben den Fragen, die ihr beantworten müsst, müsst ihr mir einen Kommentar schreiben, ob dieses Format, also diese Sendung, sehr gut war oder in einigen Sachen auch schlecht war. Ihr könnt Kritik oder auch positive Kritik ranschreiben. Was mir auch noch persönlich wichtig wäre, ist, ob dieses Format verbessert werden soll oder dieses Format bestehen soll oder mal kleine feine Änderungen geschehen sollen, neben den Interviews oder den Spielen. Das Gewinnspiel hört nämlich am 31. August Punkt 0 Uhr auf. Da werden keine Kommentare mehr akzeptiert. Das heißt, der letzte Kommentar muss genau pünktlich um 23.59 Uhr drin sein. Ab 0 Uhr gelten keine Kommentare mehr und man ist im Gewinnspiel ausgeschlossen. Was könnt ihr gewinnen? Und zwar könnt ihr ein handsigniertes Shirt von unserer Sendung. Und zwar mit unserem Logo am vorne und den ganzen Unterschriften hinten mit Saratza, mit Onkel Yo, den wir auch getroffen haben, von den ganzen Let's Playern, Herr DK, Sui Shumaro, Looks Like Link, Hyuga, Commander Krieger, Rahmschlitzer LP und. Und wir versuchen doch sogar noch Gronkh zu erreichen. Das werden wir auf jeden Fall für euch auch noch gelingen. Das Gewinnspiel ist ja nicht so, dass ihr dürft jetzt nicht nach neuer YouTube-Reform quasi das Video liken, abonnieren und favorisieren. Deswegen habe ich das organisiert, dass ihr Fragen beantworten sollt und neben den Fragen einen Kommentar stellen sollt. Das Gewinnspiel hört natürlich, wie vorher gesagt, schon am 31.08. auf und der Gewinner wird durch einen kleinen sogenannten Lostopf sortiert. Ich suche mir die besten 10 Kommentare aus, mit den Fragen beantworten. Es gewinnt nur einer. Derjenige, der gewinnt, soll mir eine PN dann schreiben. Und zwar mit seiner Adresse, seinem vollständigen Namen und seiner Postleitzahl. Und werde Ihnen das direkt danach hinschicken. Bis dahin wünschen euch viel Spaß. Weiterhin bei dem Zuschauen der Folgen. Und wir sehen uns bei einem meiner Projekte. Oder vielleicht auch noch in der Sendung. Viel Spaß. Okay, meine Frage fürs Gewinnspiel. Auf dem Game Boy damals, die Pokémon-Editionen, Rot, Gelb und Blau, gab es auf den Zinnoberinseln auf der rechten Seite, wenn man da entlang gesurft ist, gab es ein Pokémon, das ein Virus war. Dieses Pokémon hat was in deinem Spiel bewirkt und ich möchte wissen, was. So, also meine lieben Leute, die Frage, die euch brennend interessieren müsste für das Gewinnspiel ist, was habe ich in Dead Space 2 explizit, Dead Space 2, anstatt des Wortes Fuck gesagt, weil ich irgendwann dachte, Mist, du kannst nicht immer Fuck sagen, das müsste zensieren, egal. Wenn die Kleinen zugucken oder wenn Jüngere zugucken, was habe ich anstattdessen gesagt, könnt ihr so sehen ab Folge 5, 6, wenn ihr das ein bisschen guckt, dann werdet ihr darauf kommen, was ich gesagt habe. Es ist auch ein englisches Wort, ein kleiner Tipp und ja, viel Spaß beim Raten und beim Zusehen. Meine Frage zum Gewinnspiel lautet, und das ist wirklich jetzt so super einfach wie nix und auch super arrogant auf meinen Channel bezogen, was war denn mein erstes Let's Play? Also wir befinden uns hier beim Gewinnspiel und ich habe jetzt eine Frage an euch, ja, die ihr beantworten müsst, um, was gibt's zu gewinnen? Um ein T-Shirt zu gewinnen, ja. Und zwar, welche Region nannte man früher Indien? Also, meine Frage zum Gewinnspiel lautet, was war mein allererstes Projekt auf meinem Herr DK-Kanal? Meine Frage fürs Gewinnspiel lautet, welches war mein erstes Let's Play-Projekt auf Gronkh.de?